Kirby spielen. Also, why not? So. Ich kann auch direkt darüber, kann ich mir. Darunter kann ich darüber. Wäre ich auch gar nicht mal so weit entfernt dann vom nächsten Gebiet. Genau, diese Richtung hier einschlagen. So, Spornfels. Yay, Stöckchen, Stöckchen, der hole ich mir. Da habe ich heute auf jeden Fall wieder einiges vor. Etwas Vorrat. So. Ansonsten. Das müssen wir sehen, wie es angenommen wird, Malkav. Und wie das klappt. Also über den Chatbot, wo ich hier habe, geht's eigentlich. Es gab zwar noch ein paar Einstellungen, die ich da fallen musste im großen Ganzen. Sieht gut aus. Geht's. Das Einzige, wo ich mir halt da immer Gedanken mache, ich will halt am liebsten auch so Original Soundtracks mäßig machen. Gut, da gehe ich lieber darüber gleich. Also da, wo man mir copyright-mäßig echt nichts ankreiden kann. Wo ich das meiste selbst gemacht habe, weil ich habe schon bei etablierten Add-ons oder so gemerkt, das wird kritisch. Dort. Also ich weiß nicht, was früher da Bea und Lissy da genutzt haben, weil ich wollte das Add-on eigentlich auch nutzen, hab dann nur gemerkt, wie soll ich sagen, am besten, die haben ein paar Sounds drin gehabt, die sie gratis angeboten haben, wo ich mir mehr als sicher war, dafür haben sie garantiert nicht die Rechte. So, hi, darf ich einfach rein? Cool, danke. Deswegen bin ich da auch am Ende weg. Oder nutze es erst gar nicht. So, stimmt, eigentlich wollte ich da oben nachschauen, aber jetzt bin ich irgendwie zu weit nach unten gekommen. Egal, mache ich erstmal die Quest hier fertig. Kollateralschaden, da kann ich ja immer noch nach oben schauen. Ja, das magst du ja auch über Chatbot, okay. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen fies werden und ich hoffe, betroffene Person ist nicht hier im Stream. Das nehme ich für unterwegs mit. Okay, Flugteil und Krokoteil. I understand. Alter, was geht da hinten ab? Das sehe ich echt mal extrem. Ich hoffe, der hat mich nicht bemerkt. Nehme ich die Tatsache, weil ich habe meinen Kollegen gehabt. Okay. Okay. Also wenn ihr gegeneinander kämpfen wollt, ja. Okay, so, weil ich habe mal gemerkt, ein Kollege von mir nutzt gern so Streamlabs, also die Webseite an sich, was sie anbietet. Was jetzt auch nicht schlecht ist, aber ich bin gerade überrascht über die Streamlabs-Website in dem Sinne. Weil die bietet quasi sozusagen all die Services an, die ich jetzt gerade durch mein Chatbot löse. Für 12, 13 Euro im Monat, wo ich mir denke, ich will mal kurz mal selbst was schauen. Weil, ist das jetzt... Okay, dann müsste ich jetzt hier gerade eher runterstellen. Ja. Bin ich gerade... Oder ist es zu laut für das Spiel gerade? Das sind so Gedanken, die ich jetzt immer habe gerade. Sollte ich mit leiser drehen, etc.
Weil, Papa. Gefühlsmäßig sage ich ein bisschen leiser zumindest. So. Also das ist zum Beispiel gerade eine Szenerie, die ewig laut ist. So. Ja, ich bin eh so einer. Ich kann es honorieren, wenn man mir einen guten Service anbietet. Aber ich bin jetzt so überall wird so botmäßig für wenig Geld angeboten. Wieso soll ich da 12, 13 Euro ausgeben? Ist jetzt auch zum Beispiel, finde von Streamlabs ja nett, dass man zum Beispiel das Overlay viel gratis anbietet. Hier bin ich zum Beispiel wieder einer, der sagt, ich will möglichst viel selbst machen. Und haben jetzt in letzter Zeit einfach umgeschaut, okay, wie kann man Übergänge in OBS selber am besten erstellen? Den, wo ich jetzt habe zum Beispiel, wenn ich mal die Szenen wechsle. Ich kann ja mal beispielsweise mal machen, einfach mal für das, was ich gerade habe, ist zum Beispiel super, super einfach gemacht. Also, zeige ich mal kurz. Ich gehe mal kurz auf Pause. Bam. Netter Übergang. Nicht mehr dieses Rauschen. Und bam, bam, zurück. Mega einfach. So, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Und das ist auch wieder so eine Sache. Irgendwie will ich ja schon, ja. Oh Gott, irgendwie, ich ist heute nicht mein Tag. Ich verlaufe mich 10-mal, 12-mal, keine Ahnung. Ich will zwar gern honorieren, was mich hier aufs... Signal muss ganz nah sein. Ja, das glaube ich dir, Pando. So, ich will einerseits honorieren, was man auf Streamlabs anbietet, nur sehe ich halt so das Beispiel. Sehe ich so dieses Beispiel auch, was ich halt auch für gratis eigentlich schaffen kann. Ich brauche dieses Abo nicht. Wenn mich ein bisschen reinhängt, schaffe ich zwar nichts ähnlich Gutes, aber doch etwas, was ich nehmen kann. Ja, sorry. Geh mir nicht auf den Keks. Schon, die werde ich nie mehr los. Na, mir ging es halt hauptsächlich, dass ich selber rausfinde, wie man das am besten so in OBS einbindet, weil zum Beispiel eine MP4-File oder MKV-File kann ja keine Transparenz an sich. Und dann habe ich mal im Webformat WebM, das ist natürlich auch schon seit Ewigkeiten kennengelernt, dass Transparenz kann. Und dann hat sie für mich eine ganz neue Welt eröffnet. Das hat Eindruck hinterlassen. Jetzt bin ich wieder so am Überlegen, was kann ich da selber machen? So, kann ich den runterholen? Sag mal. Wieso treffe ich dieses blöde Vieh nicht? Entschuldigung. Geht doch. Ich habe keine Munition mehr, aber noch viele Ideen. Schön.
Weil das Problem an Streamlabs, was ich zum Beispiel sehe, auch wieder. Diese vorgefertigten Zeug wird wieder 10.000-fach von Leuten benutzt. Und das. Da geht die wieder für mich jegliche Individualität, die ich gern hätte, an mir selbst verloren. Verdammt, in meinen Stiefeln steht das Wasser. Und da bin ich. Ups. Hey. No, 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 no. Warum? Warum? Okay, Schwäche ist Feuer. Komm hier raus. Komm. Fällt mir gerade etwas nein. Au! Ah, verdammt, da bin ich jetzt schon wieder runter. Okay. Nicht gut, nicht gut. So, nehme ich mal mit. Oh. So. Hopp. Ah, verdammt, schon wieder zu spät reagiert. Und was ist das von hinten? Willst du mir auf die Nerven gehen? Du störst! Geh weg! Summer! So, weg endlich. Ah! That hurts! Ah, toll. Ich habe immer die besten Ideen. Wieso nicht gleich reinspringen? Warte mal, ich hab doch Feuerfall, das heißt Schwäche ist voll. Wieso mache ich mir das nicht zunutze? Ja, das hat jetzt lang gedauert. So, habe ich das Zeug wieder. Meine Fresse, ey. Da habe ich mich echt dumm angestellt. Bitte erzählt mir nicht, dass jetzt noch eine Maschine kommt. Ich kann euch gerade echt nicht gebrauchen. Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Ich warte jetzt einfach, bis der hier vorbeikommt. Ich renne dem nicht hinterher. So. Bis ich mir da auf den Kampf da eingelassen habe, vergeht schon wieder gehörig Zeit. So, und ich muss mir mal im Klaren werden, was will ich jetzt erreichen? Weil ich hab mir gesagt unten, hey, komm. Gut, Malkaf, Wassermarsch. Cheers, stay hydrated und so.
So. Gut, wie kann ich am besten auf dir springen? Das ist jetzt eine gute Frage, nämlich. Ich habe das wieder unten gemerkt. Ich war unten beim Questgebiet, habe mir gedacht, gut, Maxi Quest, habe mich dann so krass verlaufen, dass ich schon wieder oben lande. Und. Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. So. So dass ich gar nicht mehr wirklich weiß, wo will ich. Was mache ich jetzt als erstes? Weil immer, wenn ich irgendwas sage, dass ich das jetzt machen will. So, gut, holen wir das mal rum. Wir überbrücken mal. Dann. Ach, keine Ahnung. Mache ich irgendwie gefühlt das Gegenteil. Das mache ich wirklich ehrlich gesagt unabsichtlich. So, yay, Gegend erkundet. So, abseilen, haben wir es erreicht. Okay, die haben einen kleinen Elektroschock. Yay, Fertigkeitspunkt. 3 von 10. Habe ich noch einiges vor mir. So, ich hau jetzt auf jeden Fall erstmal ab. Weil ich weiß nicht bei dem. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Oh ja, auf jeden Fall muss ich immer gut vorbereitet sein. So. Holz habe ich auf jeden Fall wieder genug. Medizin habe ich. Könnte besser sein. Könnte besser sein in meinem Falle. Aber gut, dafür hole ich noch einiges. So, weil dann schaue ich jetzt mal auf die Karte. Fuck, sind das viele Zeichen, die ich da drauf habe. Und wir können da Rinder. Wir können da Rinder. Eigentlich wollte ich doch hier hin. Na gut. Gut, 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 gut. Nike! Hi! Danke fürs Abo! So, dann gehe ich mal kurz zurück, Wassermarsch abschließen und lass mal schnell ein Abo da, bevor du auf die Arbeit musst. Ich wünsche dir dann einen schönen Tag auf die Arbeit. Danke fürs Abo, vielen herzlichen Dank und hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Ah, weg da. Also weg da war jetzt nur Fenster gemeint, das jetzt aufploppte. Also nicht persönlich. So, machen wir mal weiter. Hi Leute, ich gehe mal hier zur Seite. Ich will jetzt euch nicht unnötig provozieren. Ich bin hier nur auf die Durchreise. Ich bin ganz lieb. Heute mal. Solange ihr mich nicht angreift, das ist die Voraussetzung. Oh, das ist dann schön zu hören. So. Immerhin, Lagerfeuer. Wo muss ich hin, wenn ich jetzt hier zu die hier schon wieder. Ich laufe nach unten, obwohl ich dann nach drüben will. Okay, es ist ein Berg da. Ah, oh, Mann. Princess Yashahime. Stimmt, das war doch die Inuyasha-Nachfolgeserie, oder? Gott, die müsste ich mir eigentlich auch mal anschauen. Weil Inuyasha war eigentlich schon ganz cool. So, Lagerfeuer entdeckt. Und schauen wir das mal an. Oh, Maschine versus Mensch. Okay, das war hier. Diesen Sonntag. Captain Chromo gegen Pink Slip. REXW-Herausforderer Captain Chromosome versucht es weiter. Aber können menschliche Muskeln Pink Slip besiegen? Den fiesen mechanischen Bezwinger von General Manager Zeke Garrett? Wer wird angeheuert und wer wird gefeuert? Egal ob in echt oder per Holo, dieses Erlebnis wird datenbeschädigt. Tja. Das werden wir wohl nie weiter erfahren. So. Okay, dahin ist ein Lagerfeuer, das ist gut. Mach ich mal hier Feuerchen.
Warte, ich könnte mal eigentlich auch nachschauen, wenn ich schon gerade dabei bin. So. Also auf der Karte wird jetzt echt wieder nichts angezeigt. Schnellreise an diesem Ort nicht verfügbar. Aber ich habe einen Weg. Das ist super. Einen Weg kann ich mich orientieren. Brenn, Füchschen, brenn. Also nichts gegen Füchse oder so an sich, aber ich brauche ihn halt in diesem Spiel. Deswegen sorry, Tiere. Kann ich nicht tragen. Ihr seid gerade wertvoll. Das ist schlicht und ergreifend so. Warte mal, nicht reißen. Tragekapazität, genau. Rohstoffbeutel. Seht ihr? Ihr seid nützlich für mir. So, dann habe ich das voll ausgebeutet. Nein, ausgebildet. So, Waffenbeutel, da brauche ich nur Kaninchen. Ich sollte mehr Kaninchen jagen. Also ich sollte echt aufpassen, was ich von mir gebe an Sprüchen. So, und dann müsste ich jetzt hier bei so Produktionsstätte wieder angekommen sein, wie beim letzten Mal. Okay, super toll. Ich muss doch dahinter. Ja, genau. Ja, jetzt sehe ich es auch auf die Karte endlich. Supi, yay! Kann ich da rein? Brutstätte Roh. Okay. So, ich hoffe mal, wenn ich einen guten Schuss da rein tue, ist das Ding sofort weg. Ich hoffe mal, da ist keiner weiter hinten. Da kann ich nämlich zuschlagen. Oh, da sind zwei. Nee, ist nur eine Fackel. Es ist nur eine Fackel. Sehr gut. Fackel ist gut. What? Weil hier habe ich eine Fackel. Oh Gott. Das geht schon irgendwie tief runter. Das ist nicht gut. Finde den Eingang. Warte mal. Steht da immer noch finde den Eingang? Durch dieses Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit. Okay, ist da definitiv nicht so schnell runter. Okay. Hier kann ich abkürzen, abseilen. Würde ich an sich nicht empfehlen, weil... Wow. Warte, jetzt ein kurzer Ladescreen? Okay, bin ich jetzt kurz mal nicht gewohnt gewesen. Aber okay. Ist okay. Es hat nicht allzu sehr gestört. Ich war jetzt einfach nur verwundert. Mehr nicht. Das hält sich. Ich scheine nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jammer. Also wenn da Menschen drin leben würden und das sicher wäre, dann yay. Ansonsten, nee. Erinnert mich irgendwie an Hot Fast. Narp. Yarp. So, aber ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass hier Menschen leben. Aber ich bin besser vorbereitet. So, überbrückt. Ich hoffe, es läuft gut. Weil beim letzten Mal weiß ich nur, ich habe ziemlich viel... Oh, wow, wow, wow. So, okay, dann machen wir es eben so. Okay. Okay.
Kann ich da festhalten? Oh Gott, ich habe Angst, da runterzustürzen, wenn ich ehrlich bin. Also, um es kurz zu machen, ich habe ziemlich lang nach passenden Eingangsausgängen gesucht, um da weiterzukommen. Ich gehe jetzt mal hier runter. Schön, ich habe jetzt 40 Platz. Empfallen, das ist super. Na, die bleiben gleich, so. So kann ich hier die Frage nachgehen. Okay. Achso, ich kann mich von... Ah, ich... Ja, okay. Danke, Daiki. Da ich jetzt wieder gesucht, weil es hat sich so... Hätte so ausgesehen. Was? Okay. Ja, ich will jetzt komplett runter, weil anscheinend funktioniert das von dieser Seite aus gar nicht. So. Okay. Ich war zu optimistisch. Bitte, darf ich jetzt ganz runter, weil es gibt zumindest hier einen Ausgang, bei dem ich hoch kann.